Also ich bin die Edith und wohne in Knappenfeld. Ich habe daheim, mache ich meine Landwirtschaft. Also es ist die Landwirtschaft von meinem Bruder und ich habe 40 Jahre in der Almach gearbeitet als Köchin. Ja, mein Neffe wollte krippen und das Geld war halt nicht da und dann haben wir gesagt, wir bauen es selber. Und das ist jetzt 15 Jahre her, das war 2000 und seither baue ich es. Also ich finde das besonders macht, weil ich lege Wert, dass die Rückwand auch verkleidet ist und nicht gerade eine Sperrholzplatte ist, wie es überall üblich ist. Und dass der Stall groß ist und dass er das Dach praktisch gebrochen ist und nicht so breit. Ja, da ist es schon wieder zu breit. Das habe ich, ja, das sind halt einfach das, was man erst lernt mit den Jahren. Das ist das für mich das Wichtige. Also das ist der alte Tierstock von unserem Bauernhaus um, 1823 ist das gebaut worden. Oder Fensterstock. Oder wenn einmal ein Haus abgerissen wird, ein Bauernhaus, dann schaue ich da, wie ich was kriege. Und die lassen sich halt ganz gut spalten. Und das verzirkt es auch nicht mehr. Ja, es kommt darauf an, wie groß das ist und wie intensiv da ich mich befasst damit. Also das sieht man, da ist einmal einfacher, damit die Krippen billiger werden, einfacher Zaun. Also zwischen 40 und 60 Stunden, je nach Größe. Ich habe 6 Patenkinder, hat jeder Krippen. Wenn bei uns in der Nachbarschaft geheiratet wird, dann kriegt er von mir einen Stall. Und die Bewohner von Knappenfeld, die haben dann das Geld praktisch geben her. Und dann kriegt er werden die Figuren dazu gekauft. Und wie unser Nachbarsbruder sagt, jedes Mal, wenn ich einen ersten Abfind die Krippen aber tue, ist für mich das Schönste, das ganze Dorf ist lebt. Ich brauche Weihnachten keinen Christbaum oder sonst was, für mich ist die Krippen das, weil das einfach die Geburt von Christus ist und fertig. In meiner Freizeit, da bleibt mir eigentlich nicht recht viel bei Freizeit. Also, bin ein bisschen unterwegs nach Frankreich, weil ich nach 60 Jahren meine Geschwister gefunden habe und das pflegen wir halt jetzt, das ist seit 6 Jahren. Und das andere ist dann nochmal Krippenbau. Und da sehe ich meinen Papa im Krippenbau, weil der war Restaurator in einem Schloss, ein Schreiner praktisch. Und von da habe ich das wahrscheinlich her. Und wie ich sage, beim Krippenbau bin ich halt ganz nah an meinem Papa. Es sind unwahrscheinlich schöne Momente dabei, auch wenn man es dann besichtigt mit den anderen oder wenn die Kinder da sind. Naja. Und ich bin glücklich dabei.